Für jetzt geht's weiter mit Herman Melvilles Redburn. 14. Kapitel. Er erwägt einen freundschaftlichen Besuch beim Kapitän in der Kajüte. Was mich am eindringlichsten an meine schmähliche Lage erinnerte, war das völlig veränderte Benehmen des Kapitäns gegen mich. Ich hatte ihn für einen feinen, spaßigen Herrn gehalten, voller Heiterkeit und guter Laune und voll Wohlwollen gegen die Seeleute. Einer, dem der Unterschied zwischen mir und den rauen Matrosen, unter die ich gefallen war, nicht entgangen sein konnte. Ja, ich hatte gar nicht daran gezweifelt, dass er mich auf irgendeine Weise unter seinen Schutz nehmen und sich mir als gütiger Freund und Wohltäter erweisen würde. Hatte ich doch gehört, dass manche Kapitäne ihrer Mannschaft wahre Väter sind. Und das sind sie auch. Allerdings Väter, wie sie Salomons Lehren entsprechen. Strenge und strafende Väter. Väter, deren Pflichtgefühl stärker ist als ihre Liebe und die jeden Tag auf irgendeine Weise die Rolle des Brutus spielen, der seinen eigenen Sohn hinrichten ließ, wie ich in unserem alten Familienplutarch gelesen hatte. Ja, ich dachte, dass Kapitän Rieger, so hieß er nämlich, aufmerksam und rücksichtsvoll gegen mich sein würde. Immer bemüht, mich aufzuheitern und zu trösten in meiner Einsamkeit. Es schien mir keineswegs ausgeschlossen, dass er mich eines schönen Abends in seiner Kajüte einladen würde, um sich nach meinen Eltern und meinen Zukunftsplänen zu erkundigen und überdies ein paar Anekdoten über meinen Großonkel, den berühmten Senator, von mir zu hören. Oder er würde mir Schiefertafel und Stift geben und mich in Fragen der Schifffahrtskunde einweihen. Vielleicht aber würde er auch eine Partie Schach mit mir spielen. Ich hielt es sogar für möglich, dass er mich eines sonnigen Sonntags zum Mittagessen einlüde und mir reichlich von der leckeren Kajütenkost vorsetzte, da er ja wissen musste, wie widerwärtig das gepökelte Rind- und Schweinefleisch und der harte Schiffszwieback des Vorschiffs anfangs einen Jungen wie mich ankommen musste, der ich immer an Land und zu Hause gelebt hatte. Ich konnte nicht umhin, den Kapitän mit besonderen Gefühlen zu betrachten. Fast mit Zärtlichkeit und Liebe war er doch das letzte sichtbare Glied in der Kette, die mich mit daheim verband. Denn als wir noch im Hafen waren, hatte ich ihn und Mr. Jones, den Freund meines Bruders, im Gespräch zusammen stehen sehen, so dass es zwischen dem Kapitän und meinem Bruder nur ein einziges Zwischenglied gab. Und Bruder und Mutter und Schwestern waren ja ohnehin eins. Dabei fällt mir ein, wie oft ich an Deck die Stellen aufsuchte, wo Mr. Jones gestanden hatte. Damals bei unserem ersten Besuch auf dem Schiff, als es noch am Kai lag, und wie ich mich nur schwer davon überzeugen konnte, dass er wirklich und wahrhaftig hier gewesen war, wo doch das Schiff nun so weit draußen auf dem großen Atlantik segelte und er vielleicht gerade die Wall Street hinunterging oder in seinem Kontor über der Zeitung saß, während ich ärmster so ganz anders beschäftigt war. Als nun 2 oder 3 Tage verstrichen waren, ohne dass der Kapitän ein Wort mit mir gesprochen oder mir eine Nachricht ins Logis gesandt hatte, ich mochte doch in der Kajüte vorsprechen und ihm meine Aufwartung machen, begann ich zu überlegen, ob ich nicht die ersten Schritte tun müsse und ob er das nicht sogar von mir erwarte, wo ich doch nur ein Junge war und er ein Mann und womöglich war das auch der Grund, weshalb er bis jetzt nicht mit mir gesprochen hatte. Gewiss hielt er es für korrekter und ehrerbietiger, wenn ich den Anfang machte. Vielleicht war er überhaupt gekränkt. Zumal, wenn er ein stolzer Mann mit einem weichen Herzen war. So beschloss ich denn eines Abends kurz vor Sonnenuntergang in der 2. Hundswache, als alle Arbeit getan war, ihm einen Besuch zu machen. Nachdem ich einen Eimer Wasser geschöpft und mich gründlich gewaschen hatte, um die Überbleibsel der Hühnerkörbe loszuwerden, ging ich hinunter ins Logis, um mich so gut ich konnte herauszuputzen. Ich zog ein weißes Hemd an, statt den roten stieg ich in ein paar Tuchhosen anstelle der Segeltuchhosen, legte meine Schuhe an und zu guter Letzt meine Jagdjoppe, die ich zuvor sorgfältig ausgebürstet hatte, sodass ich im Ganzen eine recht passable Figur machte. Zumindest für eine Back, obschon ich mich freilich in einem Salon weniger gut ausgenommen hätte. Als die Matrosen mich auf diese Weise beschäftigt sahen, wussten sie nicht, was sie davon halten sollten und erkundigten sich, ob ich mich denn so fein machte, um an Land zu gehen. Ich sagte nein, denn Land war ja auch nirgends zu sehen. Aber ich hätte vor, dem Kapitän meine Aufwartung zu machen.
Darauf lachten und johlten sie alle, als sei ich der größte Einfallspinsel. Und dabei konnte ich es gar nicht so einfältig finden, wenn man einem Freund einen Abendbesuch macht. Einige von ihnen wollten mir abraten und sagten, ich sei grün und unerfahren. Aber Jackson, der dabei saß, rief mit abscheulichem Grinsen, lasst ihn doch gehen, Jungs. Er ist so ein nettes Bürschchen. Lasst ihn ruhig gehen, der Kapitän hat bestimmt Nüsse und Rosinen für ihn. Solche und ähnliche Reden führte er, bis ihn einer seiner heftigen Hustenanfälle überkam und er fast erstickte. Als ich das Logis gerade verlassen wollte, warf ich zufällig einen Blick auf meine Hände, und wie ich sah, dass sie über und über dunkelgelb gefleckt waren, denn der Steuermann hatte mich am Morgen einige Segeltuchstreifen für die Takelage teeren lassen, da dachte ich, dass ich mich doch unmöglich so vor einem großen Herrn blicken lassen könnte. So schlüpfte ich denn in Ermangelung von Glacé-Handschuhen in ein paar wollene Fäustlinge, die mir meine Mutter für die Seereise gestrickt hatte. Während ich sie mir überzog, fragte mich Jackson, ob er nicht eine Kutsche herbeirufen solle, und ein anderer legte mir ans Herz, dem Captain doch ja seine besten Empfehlungen zu übermitteln. Kichernd blieben sie alle zurück. Ich aber stieg an Deck und ging vorbei an der Kombüse, wo der alte Koch mir noch nachrief, ich hätte meinen Spazierstock vergessen. Doch ich beachtete ihre Unverschämtheit gar nicht und strebte geradewegs zur Kajütentür auf dem Achterdeck, als mir plötzlich der erste Steuermann begegnete. Ich grüßte und wollte an ihm vorbei, indes er mich anstarrte, dass ich schon glaubte, die Augen springen ihn aus dem Kopf. Und mit einem Mal packte er mich beim Kragen und fragte mit Donnerstimme, was dieser Unfug bedeuten solle, an Bord eines Schiffes, auf dem er Steuermann war. Ich sagte, er solle mich loslassen, sonst würde ich mich bei meinem Freunde, dem Kapitän, beschweren, dem ich einen Abendbesuch machen wolle. Darauf schüttelte er mich zusammen, dass ich meinte, der Golfstrom brause mir durch den Kopf, und dann stieß er mich vorwärts und brüllte, ich weiß nicht was. Unterdessen standen die Matrosen alle ums Spill und schauten höchst belustigt nach Achtern. Als ich sah, dass ich mein Vorhaben an diesem Abend nicht ausführen konnte, hielt ich es für das Beste, es einstweilen aufzuschieben. Jackson aber, als ich zu den anderen Matrosen zurückkehrte, fragte mich, wie ich denn den Kapitän vorgefunden hätte und ob ich das nächste Mal nicht einen Freund mitnehmen und bei ihm einführen könne. Das Ende vom Lied war, dass ich mir abends vorm Einschlafen doch sagen musste, es sei eben nicht üblich, dass Matrosen den Kapitän in seiner Kajüte besuchen. Und es dämmerte mir, dass ich mich sehr töricht benommen hatte. Und alles kam nur von meiner völligen Unkenntnis der Sitten und Gebräuche auf See. Ich kann nun ebenso gut gleich hier bemerken, dass ich während der gesamten Reise von der Ausfahrt bis zu unserer Rückkehr nach New York die Kajüte nie von innen gesehen habe. Einen heimlichen Blick freilich warf ich öfter hinein. Durch eine kleine Glasscheibe im Deckhaus, gerade vor dem Helm, wo immer eine Uhr hing, nach welcher der Rudergänger sich richtete, wenn er mit seiner kleinen Glocke im Kompasshäuschen die halben Stunden glaste. Für die Matrosen am Ruder war es immer sehr vergnüglich, durch die Glasscheibe zu gucken und die Vorgänge in der Kajüte zu beobachten. Vor allem, wenn der Steward den Tisch zum Mittagessen deckte und wenn sich der Kapitän an einem kleinen Mahagonitischchen mit einer Karaffe Wein die Zeit vertrieb oder am Abend Patiencen legte. Denn mitunter war er ganz allein mit sich und seiner Würde, wiewohl er meistens, wie sich bald zeigen wird, ein angenehmes Gegenüber hatte, dessen Gesellschaft ihm keineswegs missfiel. Am Tag nach meinem missglückten Besuch in der Kajüte machte ich gerade ein Tauende auf dem Achterdeck fest, als plötzlich der Kapitän erschien und eine Zigarre rauchend auf und ab promenierte. Er sah sehr gut gelaunt und leutselig aus, und da er soeben an Mittag gespeist hatte, meinte ich, dies sei gewiss die rechte Gelegenheit für mich. Ich wartete ein Weilchen, weil ich dachte, er werde vielleicht von selber mit mir reden. Als aber nichts dergleichen geschah, ging ich auf ihn zu und sagte zunächst, es sei ein so schöner Tag heute, und ich hoffte, er befinde sich wohl. Noch nie habe ich einen Menschen in solchem Zorn geraten sehen. Ich dachte schon, er werde mich auf der Stelle niederschlagen. Doch nachdem er eine Zeit lang sprachlos dagestanden hatte, riss er sich mit einem Mal die Mütze vom Kopf und schleuderte sie nach mir. Ich weiß nicht, was für einen Zwang ich folgte. Jedenfalls lief ich zu den Lehspeigatten, wo sie hingefallen war, hob sie auf und gab sie ihm mit einer Verbeugung zurück. Aber da kam auch schon der Steuermann gelaufen und stieß mich wieder nach vorn.
Und nachdem er mich schließlich bis zum Spill buxiert hatte, herrschte er mich an, ob ich denn ganz und gar übergeschnappt sei. Dann wolle er mich lieber gleich hinter Schloss und Riegel tun, damit er endlich seine Ruhe habe. Aber ich versicherte ihm, ich sei durchaus bei Verstand und sei mir völlig darüber im Klaren, dass sowohl er wie Kapitän Rieger mich überaus rüde und unhöflich behandelt hätten. Darauf stieß er einen gewaltigen Fluch aus und erklärte, wenn ich jemals den Unfug von heute Abend wiederholte und mich noch einmal erdreistete, auch nur den Hut vor dem Kapitän zu lüften, so wolle er mich in der Takelage festbinden und mich dort zappeln lassen, bis ich bessere Manieren gelernt hätte. »Du bist noch grasgrün«, sagte er, »aber dich werden wir schon kriegen.« Dieser erste Steuermann schien tatsächlich die Würde des Kapitäns in Verwahrung zu haben. Denn der war anscheinend viel zu würdig, um selber seine Würde zu verteidigen. Ich fand es wirklich mehr als sonderbar, für einen Akt alltäglicher Höflichkeit ausgescholten und auch noch der Unerzogenheit beschuldigt zu werden. Aber wie die Dinge nun einmal lagen, beschloss ich, den Kapitän künftig in Ruhe zu lassen, zumal sich gezeigt hatte, dass ihm die Grundbegriffe einer guten Erziehung fehlten. Und ich konnte es kaum glauben, dass dies derselbe Mensch war, der so höflich und liebenswürdig und witzig gewesen war, als Mr. Jones und ich ihn im Hafen aufgesucht hatten. Aber meine Verwunderung wurde noch größer, als uns ein paar Tage später ein Sturm überraschte und der Kapitän in seiner Nachtmütze und mit nichts als einem Hemd auf dem Leibe aus der Kajüte stürzte, auf die Kampagne sprang und dort wie ein Wilder herumtobte, fluchte und wetterte und den Männern in der Takelage die wüstesten Schimpfwörter an den Kopf warf. Nicht anders als der erste beste Straßenlümmel. Zu alledem stellte ich fest, dass er, seitdem wir auf See waren, nur alte, schäbige Sachen trug. Ganz anders als der schimmernde Anzug, in welchem ich ihn bei unserer ersten Zusammenkunft und später auf den Stufen des City Hotels gesehen hatte, wo er, wenn er in New York war, immer abstieg. Jetzt trug er nichts als altmodische gelbbraune Röcke mit hohem Kragen und kurzer Taille. Dazu verschossene, kurzbeinige, um die Knie sehr enge Hosen und Westen, die nicht einmal den Hosenbund verdeckten, weil sie so kurz waren wie die eines kleinen Jungen. Und seine Hüte waren alle verbeult und schlimm zugerichtet, als habe man sie im Keller herumgeworfen, und seine Stiefel waren kläglich zusammengeflickt. Ich begann allen Ernstes zu glauben, dass er am Ende doch nur ein schäbiger Geselle sei, umso mehr, als auch sein Backenbart allen Glanz verlor und er tagelang unrasiert herumlief. Sein Haar aber bekam wie durch ein Wunder allmählich eine Pfeffer- und Salzfarbe, was freilich auch dem Umstand zuzuschreiben sein mochte, dass er auf See davon abließ, irgendein Färbemittel anzuwenden. Ich hielt ihn für eine Art Betrüger, der sich an Land als Gentleman aufspielte. Denn kein echter Gentleman hätte einen anderen Gentleman je so behandelt wie er mich. Nein, Kapitän Rieger, dachte ich, ein Gentleman bist du nicht. Und du weißt es auch. Fünfzehntes Kapitel. Der traurige Zustand seiner Garderobe. Und nun, da ich einmal von den alten Klamotten des Kapitäns erzählt habe, kann ich auch gleich von meinen eigenen sprechen. Gleich zu Beginn des Monats Juni waren wir unter Segel gegangen und ich hatte es sehr begrüßt, dass es gerade diese Jahreszeit war, denn es würde warm und angenehm auf dem Ozean sein, dachte ich. Und meine Reise würde einen Sommerausflug an der Küste gleichen. Mit Salzwasser, einer anderen Umgebung und anderen Menschen. So hatte ich mir nicht viel Kopfzerbrechen gemacht, was ich anziehen sollte, und es für völlig überflüssig gehalten, mich erst groß auszustatten, mit Schifferjacken und Hosen und Wollhemden und Ölanzügen und Wasserstiefeln und vielen anderen Dingen, die alte Seebären in ihrer Kiste so mit sich führen. Ein Grund war natürlich auch, dass ich gar nicht das Geld hatte, diese Dinge zu kaufen, selbst wenn ich gewollt hätte. So hatte ich mir denn, wie schon berichtet, zu den Sachen, die ich von zu Hause mitgebracht hatte, nichts weiter dazu gekauft als ein rotes Hemd, einen Matrosenhut und einen Gürtel mit Messer. Eine Seeausrüstung, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Ausrüstung der texanischen Schutztruppe hat, deren Uniform, so heißt es, aus einem Hemdkragen und einem Paar Sporen besteht. Aber ich war noch nicht viele Tage auf See, als ich auch schon einsah, dass meine Landbekleidung oder Zivilklamotten, wie die Matrosen sagen, recht schlecht für das Leben taugte, das ich jetzt führte. Wenn ich aufänderte, rissen und platzten bei meinen Freiübungen auf der Ranok meine Hosen in allen Himmelsrichtungen, vor allem um den Sitz, weil sie nicht nach Seemannsart mit niedrigem Bund geschnitten waren
und man sie nicht ohne Hosenträger tragen konnte. So geriet ich oft in höchst unangenehme Situationen, wenn ich etwa rittlings in der Takelage saß, manchmal in unmittelbarer Nähe der Kajüte und meine Unterwäsche auf die formloseste und unziemlichste Weise den Blicken feilbot. Und was noch schlimmer war, mein bestes Paar Hosen, darauf ich mir so viel eingebildet hatte, war recht auffallend und ungewöhnlich anzusehen. Ich hatte sie mir nach Maß von unserem Dorfschneider machen lassen, einem kleinen dicken Mann mit ganz dünnen Beinen, der zu beteuern pflegte, er beziehe die neuesten Moden direkt aus Paris, obschon die Modeblätter in seinem Laden allesamt schon recht verdreckt vom Fliegenschmutz waren. Dieser Schneider also fertigte besagte Hosen, und während er sie in Arbeit hatte, pflegte ich ein paar Mal am Tage bei ihm vorzusprechen, um sie anzuprobieren und ihn zur Eile anzutreiben. Denn er war ein alter Mann mit großen, runden Brillengläsern und konnte nicht gut sehen und hatte niemanden sonst zur Hilfe als eine kränkliche Frau, die obendrein für 5 Enkelkinder zu sorgen hatte. Und zu alledem war er ein so unentwegter Schnupfer, dass seine Arbeit darunter zu leiden hatte. Denn er nahm mehrere Prisen bei jedem Stich und pflegte schnupfend und sich schneuzend über meinen Hosen zu sitzen, bis es mich anwiderte. Dieser alte Schneider nun hatte mir das Schnittmuster gezeigt, nach welchem er meine Hosen machen wollte. Aber ich vervollkommnete es noch und bat ihn, jedes Hosenbein unten an der Außenseite mit einem Schlitz zu versehen, mit einer Reihe von 6 messingenen Schellenknöpfen zum Zuknöpfen. Ein älterer Vetter von mir, der ein großer Sportsmann war, pflegte nämlich ein paar wundervolle Hosen zu tragen, die genauso gearbeitet waren. Eben dieses Paar hatte ich mit auf See und die Matrosen machten sich gehörig darüber lustig und ermunterten einander immer wieder daran zu bimmeln. Sie baten mich spaßeshalber, ihnen ein paar Knöpfe zu leihen, oder sie fragten mich, ob ich etwa Soldat sei. All das zeigte sehr deutlich, dass sie gar keine Ahnung hatten, wie überaus vornehm meine Hosen waren, nach der letzten Sportmode gefertigt und genau dem Paar meines Vetters nachgebildet, der schließlich ein vermögender junger Mann war und einen Tilbury fuhr. Wenn nun, wie gesagt, meine Hosen rissen und platzten, tat ich mein Möglichstes, sie wieder auszubessern und zu flicken. Aber da ich nicht gerade die beste Näherin war, zerrissen sie nur umso ärger, je mehr ich daran herumbesserte. Denn ich setzte einfach meine Flicken darauf, ohne zu bedenken, dass die Beine auch Gelenke haben. Und das reizte meine armen Hosen nur umso mehr und brachte sie vollends aus den Fugen. Auch darf ich meine Stiefel nicht vergessen, die noch fast neu waren, als ich von zu Hause fortging. Es waren meine Sonntagsstiefel gewesen und hatten mir wie angegossen gepasst. Ich hatte nie ein paar Stiefel besessen, die ich lieber mochte. Ich pflegte meine Füße auswärts zu stellen, wenn ich in ihnen spazieren ging. Es sei denn, es war gerade Nacht, wo niemand mich sehen konnte und ich an anderes nichts zu denken hatte. Nicht einmal während der Kirche konnte ich den Blick von ihnen wenden, so dass mir viel von der Predigt entging. Mit einem Wort, es war ein wundervolles Paar Stiefel. Aber alle Vorzüge machten sie nur umso untauglicher zum Seedienst, wie ich bald entdeckte. Sie hatten sehr hohe Absätze, die in der Takelage fortwährend hängen blieben und mich ein paar Mal beinahe über Bord geworfen hätten. Und durch das Salzwasser waren sie so zusammengeschrumpft, dass sie mich am Spann fürchterlich drückten. Und ich war genötigt, sie grausam aufzuschlitzen, was mir in der Seele wehtat. Die Schäfte waren ziemlich lang und reichten fast bis an die Knie, und der obere Rand war mit rotem Marokkan besetzt. Die Matrosen pflegten sie meine Gaffeltop-Segelstiefel zu nennen. Manchmal nannten sie mich Stiefel und manchmal Knöppe wegen des Zierrats an meiner Hose und Jagdjoppe. Schließlich folgte ich ihrem Rat und rasierte meine Stiefel, wie sie das nannten. Das heißt, ich amputierte die Schäfte und schnitt die Absätze ab bis zu den blanken Sohlen, was freilich die Stiefel nicht gerade besser machte, denn meine Füße kamen sich nun platt vor wie Flundern. Und überdies war es ein Abstieg in der Welt. Und ich schurrte und schlitterte nun über die Decks wie früher daheim übers Eis, wenn ich Riemen unter den Füßen hatte. Was meinen Ölhut anging, so war er ganz billig gewesen und erwies sich denn auch als purer Schund und Schwindel. Er leckte wie ein altes Schindeldach und bei einem Regensturm hatte ich immer abscheulich nasse Haare. Außerdem war er, weil ich mich während
der Nachtwachen damit aufs Deck zu legen pflegte, arg verbeult und abgenutzt und hatte alle Schönheit eingebüßt, so dass mit ihm wirklich kein Start mehr zu machen war. Aber ich hätte beinahe meine Jagdjoppe vergessen, die aus Moleskin gefertigt war. Mit jedem Tag wurde sie kleiner, vor allem nach einem Regenguss, bis ich schließlich überzeugt war, sie werde vollends ihren Geist aufgeben und nichts als die puren Nähte, gleichsam ihr Gerippe, auf meinem Rücken zurücklassen. Als wir die große Neufundlandbank passierten und in ziemlich kaltes Wetter kam, wurde es ganz unerträglich, denn um während der Nacht überhaupt warm zu bleiben, musste ich meinen Wams und meine kurze Jacke anziehen und über alles die Jagdjoppe zwängen. Dabei zwickte sie mich unterm Arm und quälte, ärgerte und bedrängte mich überhaupt in jeder Weise. Auch behinderte sie ernstlich meine Arme, wenn ich die Taue anholte, so dass der Steuermann mich schon fragte, ob ich einen Krampf hätte. Ich kann auch gleich hier ein paar Plagen und Leiden ganz ähnlicher Art anführen. Ich hatte weder eine Matratze noch irgendwelches Bettzeug, denn der Gedanke daran war mir nie gekommen, ehe ich zur See ging, so dass ich nun genötigt war, auf den blanken Brettern meiner Koje zu schlafen. Und wenn das Schiff heftig stampfte und sich beinahe hochkant stellte, muss ich ausgesehen haben wie ein Indianerkind, das man an eine Planke gebunden und wie ein Kruzifix an einen Baum gehängt hat. Ich habe schon erwähnt, dass mir jegliches Essbesteck fehlte, denn ich hatte mir nicht träumen lassen, dass ein Matrose, der zur See geht, in dieser Hinsicht ähnlich dran ist wie ein Kostschüler, der sich ja auch selber mit Löffel und Messer, Gabel und Mundtuch ausrüsten muss. Aber schließlich konnte ich bei einem Zwischendeckpassagier glücklich ein seidenes Taschentuch gegen einen eisernen 2-Liter-Topf eintauschen. Ein Gefäß mit Haken, daran zum Aufhängen über der Kochstelle, und mit diesem Topf pflegte ich nun an der Kombüse meine Kaffee- und Teeration in Empfang zu nehmen. Freilich war es immer sehr mühsam, ihn sauber zu halten, denn er rostete leicht und die Haken zerkratzten mir manchmal das Gesicht beim Trinken. Und zudem war er ungewöhnlich groß und schwer, so dass mein Frühstück jetzt alles andere als bequem und geruhsam war und eine harte Mühe und Plage für mich wurde. Auch war ich gezwungen, denselben Topf dreimal in der Woche für meine Bohnensuppe zu benutzen, die auf diese Weise immer unangenehm nach Kaffee schmeckte. Ich kann gar nicht sagen, wie bitter ich in vielerlei Hinsicht meine Unbesonnenheit und Nachlässigkeit büßen musste. War ich doch zur See gegangen, ohne mich mit irgendetwas auszurüsten, was meine Lage hätte behaglich oder auch nur erträglich machen können. Mit der Zeit begannen meine unseligen Zivilklamotten mir vom Leibe zu fallen. Und ich sah aus wie eine Vogelscheuche, wie ich da an meinen Lumpen und den Resten meiner Gaffeltop-Segelstiefel auf dem Deck umherschlurfte. Oft fragte ich mich, was meine Freunde daheim wohl sagen würden, wenn sie nur einen Blick auf mich werfen könnten. Und ich atmete tief auf in meiner armseligen Jagdjoppe, wenn ich mir sagte, dass solche Schmach und Schande mir ja niemals widerfahren könne. Nichtsdestoweniger erschien es mir wie beißender Hohn, wenn ich mich erinnerte, dass meine Schwestern versprochen hatten, allen Freunden, die nach mir fragten, zu erzählen, Wellingborough mache eine Auslandsreise, gerade als hätte ich mit meinem Mentor eine Bildungsreise nach Europa unternommen, wie der arme, einfältige Mr. Jones dem Kapitän angedeutet hatte. Dennoch gab es trotz des Trübsinns, der mich zuweilen überfiel, immer wieder kleine Ereignisse, die mir halfen, mich selbst zu vergessen über den seltsamen und für mich so wunderbaren Bildern des Meeres. Und vielleicht war nicht so abenteuerlich erregend für mich wie der Anblick des ersten Schiffes, das wir anriefen. Es war an einem klaren, sonnigen Nachmittag und das Schiff hielt mit vollen Segeln gerade auf uns zu. Ein überaus herrlicher Anblick. Es kam sehr nahe und segelte an unserem Heck vorbei, und da es sich unter der Brise überlegte, konnte man alle Decks vorn und achtern sehen. Ich sah die fremden Matrosen auf der Back beieinander stehen, der Koch guckte mit einem Schöpflöffel in der Hand aus der Kombüse und der Kapitän saß in einer grünen Jacke auf der Heckreling, in der Hand ein Sprachrohr. Da war nun dieses Schiff mit einem Mal aus dem unendlichen blauen Ozean aufgetaucht, mit all diesen Menschenwesen an Bord, mit dem Rauch, der friedlich aus dem Rauchfang des Kochs in die Seeluft emporstieg, wie aus einem Schornstein in der Stadt. Und jedes Ding sah so kühl, so ruhig und selbstverständlich aus, inmitten einer Welt, die wenigstens mir als ein überwältigendes Wunder erschien.
An der Besan-Peak des Schiffes flatterte eine rote Flagge mit einer türmereichen weißen Burg in der Mitte, die ganz fremdartig anmutete, und ich riss die Augen nur umso weiter auf. Unser Kapitän, der einen anderen Hut und Rock angelegt hatte und in müßiggängerischer Eleganz auf der Kampagne saß, legte jetzt sein auf Hochglanz poliertes Messingsprachrohr an den Mund und fragte, es klang ziemlich grob für eine Unterhaltung, woher? Worauf der andere Kapitän mit irgendeinem fremdartigen Kauderwelsch antwortete, aus dem wir nur entnehmen konnten, dass das Schiff nach Hamburg gehörte, wie auch seine Flagge anzeigte. Hamburg, du meine Güte! Da bin ich hier auf dem weiten Atlantischen Ozean und erblicke wirklich und wahrhaftig ein Schiff aus Holland. Es war kaum zu glauben. Noch lange, so oft meine Pflichten mir einen Augenblick Muße ließen, sah ich dem fremden Schiff nach, bis es nur noch ein winziger Punkt in der Ferne war. Aber über das Benehmen der beiden Kapitäne während ihrer kurzen Begegnung musste ich mich doch sehr wundern. Da saßen sie behaglich, jeder auf seiner Kampagne im Heck des Schiffes, während die Matrosen ihrer Befehle harrten. Sie legten die Hand an den Hut, tauschten Höflichkeiten aus und fuhren weiter. Mit der ganzen Gleichgültigkeit zwei arabischer Reiter, die sich auf einem Spazierritt in der Wüste begrüßen. Für die Kapitäne, glaube ich, war der große Atlantische Ozean nur eine Pfütze. Sechzehntes Kapitel. Mitten in der Nacht wird er in die Takelage geschickt, um das Groß-Sky-Segel loszumachen. Ich muss nun etwas zurückgreifen und von meinem ersten Aufentern auf See berichten. Es war in der zweiten Nacht nach unserer Ausfahrt während der Mittelwache. Die See war ganz ruhig und eine sanfte Brise webte. Es wurde der Befehl gegeben, das Groß-Sky-Segel loszumachen. Das heißt also das fünfte und höchste Segel vom Deck aus. Es war ein sehr kleines Segel, von der Back nicht größer anzusehen als ein Batisttaschentuch. Aber ich habe gehört, dass manche Schiffe noch kleinere Segel über dem Sky-Segel haben, sogenannte Mondgucker oder Himmelskratzer oder Wolkenfeger. Aber ich werde nicht eher daran glauben, als bis ich sie selber gesehen habe, denn ein Sky-Segel erscheint mir wahrhaftig hoch genug und der Gedanke an irgendetwas noch Höheres erscheint mir absurd. Außerdem sieht es geradezu so aus, als wolle man Gott versuchen, wenn man so dicht am Firmament entlangstreift und den Sternen beinahe die Augen aussticht. Und dabei könnte eine einzige Böe gar bald diesen protzigen Wolkenfegern alle Eitelkeit austreiben. Als nun der Befehl gegeben wurde, das Sky-Segel loszumachen, trat ein alter holländischer Matrose zu mir und sagte, »Knöppe, mein Junge, es ist höchste Zeit, dass du auch mal was tust. Und es ist Jungenssache, Knöppe, die Oberbramsegel loszumachen. Nichts für einen alten Mann wie mich. Siehst du den kleinen Burschen da oben? Da, grad zwischen den Sternen? Also los, Knöppe, rauf mit dir, sage ich, und mach ihn los. Abmarsch, Knöppe.« Wie nun alle anderen einfielen und offenbar einhellig der Meinung waren, es sei höchste Zeit für mich, endlich Hand anzulegen und Jungensarbeit zu tun, wie sie es nannten, da machte ich keinen langen Umstände, sondern sprang in die Takelage. Hinauf klomm ich, wagte aber nicht nach unten zu blicken, sondern klebte förmlich mit den Augen an den Wanden beim Steigen. Es war eine lange Kletterpartie und ich begann zu keuchen und zu schnaufen, ehe ich noch halbwegs oben war. Aber ich ließ nicht locker, bis ich zur Jakobsleiter kam. Ein recht zutreffender Name übrigens, denn die führte mich fast bis in die Wolken hinauf und endlich fand ich mich zu meiner eigenen Verwunderung an der Sky-Segel-Rah wieder. Aus Leibeskräften an den Mast festgeklammert und die Füße um das Tauwerk gekrallt, als wären sie ein zweites Paar Hände. Ein paar Augenblicke lang stand ich ganz beklommen und benommen. Ich konnte nicht weit auf den Ozean hinausblicken, der finster wie die Nacht war. Und von meinem luftigen Standort sah die See wie ein großer schwarzer Abgrund aus, rings gesäumt von ragenden schwarzen Klippen. Ich schien allein auf der Welt, unter meinen Füßen die mitternächtigen Wolken, und jeden Augenblick war ich darauf gefasst zu fallen. Tiefer, tiefer, wie es aus bösen Träumen kannte.
Nur gerade eben konnte ich das Schiff unter mir erkennen. Eine lange, schmale Planke im Wasser. Und es schien nicht das Geringste mit der Raa zu tun zu haben, über die ich ging. Eine Möwe oder sonst irgendein Seevogel umkreiste den Flaggenknopf über mir. Nur ein paar Ellen von meinem Gesicht entfernt und fast erschreckte mich das Geräusch. Es mutete ganz geisterhaft an in dieser luftigen und einsamen Höhe. Obschon die See ziemlich glatt war und kaum ein Wind ging, war die Bewegung des Schiffes in solcher Höhe doch sehr stark zu spüren. So war mir, wenn das Schiff nach der einen Seite rollte, jedes Mal zumute wie etwa einer Fliege, die an der Zimmerdecke krabbelt. Rollte es aber nach der anderen Seite, so war mir, als hinge ich über einem schräg stehenden Fichtenstamm. Mit einem Mal vernahm ich einen fernen, krächzenden Laut von unten. Und wenn ich auch kein einziges Wort ausmachen konnte, wusste ich doch, dass es der Steuermann war, der mich zur Eile antrieb. So ging ich mit dem zagen, zitternden Mut der Verzweiflung daran, die Zeisinge loszumachen. Das heißt, die Leinen, mit denen das Segel festgemacht war. Und als alles getan war, rief ich aus, wie man es mich geheißen hatte, heiß auf. So geschah es. Und mich hissten sie gleich mit auf, samt Raa und Segel. Ich hatte gar keine Zeit gehabt, mich aus dem Staube zu machen. So unerwartet schnell waren sie bei der Hand. Es war die reinste Hexerei. Da schwebte ich höher und höher, die Raa hob sich unter mir, als sei sie lebendig. Und keine Menschenseele war zu sehen. Ohne mir damals dessen bewusst gewesen zu sein, befand ich mich in ziemlicher Gefahr. Aber es war so finster, dass ich nicht gut genug sehen konnte, um Angst zu haben. Wenigstens was diesen einen Punkt betraf. Wenn auch allerlei verworrene Ängste mir gerade genug zu schaffen machten. Ich hielt mich nur angespannt fest und bestätigte wieder einmal die Redensart aller Matrosen, dass eine Landratte die geringste Chance hat, aus der Takelage über Bord zu gehen, weil die sich wie wild am Tauwerk festklammern. Wohingegen alte Teerjacken weniger vorsichtig sind und mitunter dafür büßen müssen. Nach dieser Heldentat stieg ich schleunigst hinunter an Deck und empfing sogar so etwas wie ein Kompliment von Max, dem Holländer. Dieser Mann war vielleicht der gutmütigste von der gesamten Mannschaft. Jedenfalls behandelte er mich besser als die übrigen und aus diesem Grunde verdient er einige Erwähnung. Max war ein alter Hagestolz von einem Matrosen. Er nahm es sehr genau mit seiner Garderobe, tat sich viel zugute auf seine Seemannskunst und hegte allerlei strenge altmodische Vorstellungen von den Pflichten eines Schiffsjungen. Sein Haar und Bart und seine Wangen waren von einem feurigen Rot. Und da er auch noch ein rotes Hemd trug, sah er so lichterloh aus, wie es mir noch bei keinem anderen vorgekommen ist. Und seine äußere Erscheinung trug nicht, denn er war von sehr hitziger Gemütsart und bei einer Kleinigkeit schon konnte er in einen Funkenregen harter Worte und Verwünschungen ausbrechen. Max war es, der verschiedentlich jene Verschwörung gegen Jackson angezettelt hatte, von denen bereits die Rede war. Aber das Ende vom Lied war knurrende Unterwerfung, voller Groll und Vorbehalt. Max zeigte sich zuweilen ein bisschen besorgt um mein Wohlergehen und oft hielt er mir vor, welche klägliche Figur ich in meinen Fetzen machen würde, wenn wir nach Liverpool kämen, wie ich die amerikanische Handelsmarine damit in Misskredit bringen würde. Denn wie alle europäischen Seeleute auf amerikanischen Schiffen war Max nicht wenig stolz auf sein neues Yankeetum. Und wenn es angegangen wäre, hätte er sich am liebsten für einen gebürtigen Amerikaner ausgegeben. Aber ungeachtet seines Kummers über die vorauszusehende Schande für sein neues Heimatland, durch meine Person, machte er nicht die geringsten Anstalten, meine Garderobe aufzuhelfen, indem er mir etwa dies oder das aus seiner eigenen wohlausgestatteten Seekiste lieh. Wie so viele Wohlmeinende begnügte er sich mit Anteilnahme. Max erkundigte sich auch sehr besorgt danach, ob ich denn richtig tanzen könne. Damit ich nur nicht, wenn wir alle an Land gingen, in einer der Matrosenkneipen die ganze Mannschaft durch meine Ungeschicklichkeit blamierte. Aber ich beruhigte ihn über diesen Punkt. Er war überhaupt ein großer Nörgler und Besserwisser, und oft nahm er mich ins Gebet wegen meiner Unzulänglichkeiten.
Aber hierin stand er nicht allein, denn ein jeder rührte ja mit einem Finger oder einem Daumen oder gar mit beiden Händen in meinem unglückseligen Kuchen herum. Siebzehntes Kapitel. Der Koch und der Steward. Es war Sonntag, als wir die große Neufundlandbank erreichten. Ein nieseliger, nebliger, feuchtkalter Sonntag. Man konnte kaum das Wasser sehen, wegen des Nebels und Dunstes, der darüber lag. Und alles war so einförmig und ruhig, dass ich fast glaubte, wir müssten irgendwie nach New York zurückgelangt sein und lägen nun in regnerischem Dämmer wieder zu Fuß der Wall Street. Die Decks troffen von Nässe, sodass es einem in dem dichten Nebel vorkam, als stehe man in einem Regenguss auf dem Dach eines Hauses. Es war ein überaus trübseliger Sonntag und etliche Matrosen wurden vom Rheumatismus geplagt und zogen sich ihre Düffeljacken über. Jackson aber rieb sich die ganze Zeit den Rücken und knurrte wie ein Hund. Ich versuchte, mir alle meine angenehmen, sonnigen Sonntage an Land ins Gedächtnis zu rufen und suchte mir vorzustellen, was sie daheim gerade tun mochten. Ob unser alter Familienfreund Mr. Bridenstoke mit seinem silberbeschlagenen, quastengeschmückten Spazierstock wohl, wie es seine Gewohnheit war, zwischen den Gottesdiensten bei uns hineinschaute und ob er sich nach mir erkundigte. Aber es nützte alles nichts. Ich konnte mir nur mit Mühe klarmachen, dass überhaupt Sonntag war. Alles ging genauso weiter wie sonst. Es gab keine Kirche zum Hineingehen, keinen Ort zum Spazierengehen, keinen Freund zum Besuchen. Ich sagte mir schließlich, es müsse wohl eine Art zweiter Samstag sein, ein nebliger Samstag, an dem die Schulbuben zu Hause bleiben und Robinson Crusoe lasen. Der einzige Mensch, der an diesem Tag auf seine Kosten zu kommen schien, war unser schwarzer Koch, der entsprechend seinem unumstößlichen Seemannsbrauch bei allen der Doktor hieß. Und Doktoren sind die Köche ja wirklich, die allerbesten Ärzte von der Welt. Denn welche verwünschten Pillen und Arzneien der Medizinmänner sind dem Menschen nur halb so dienlich, halb so heilsam und stärkend wie zum Beispiel Lammbraten und grüne Erbsen im Frühjahr oder Roastbeef und Preiselbeersoße im Winter? Kann eine Dosis Calomel und Jalapenwurzel einem etwa den gleichen Dienst erweisen? Kann eine Arzneikugel einen ermatteten Menschen wieder auf die Beine bringen? Macht es auch nur den geringsten Spaß, ein Pulver zu verspeisen? Freilich bringen diese Doktoren von den Bratpfannen manchmal einen Menschen durch Überfütterung zur Strecke oder sie tragen ihm wenigstens Kopfschmerzen ein. Na und wenn schon? Das macht nichts. Denn wenn sie wirklich mit ihren so angenehmen und zehnmal so vergnüglichen Arzneien dann und wann unsere Nächte mit Leiden zufüllen und unsere Tage verkürzen, was ist das gegen die allgemein geduldeten Morde, die von den Medizinmännern verübt werden? Und wenn du von der Hand eines Pillendoktors stirbst, hast du nie und nimmer einen so lieblichen Geschmack auf der Zunge, wie wenn du durch einen Bratpfannendoktor draufgehst. Vielmehr schmeckt dein letzter Atemzug abscheulich nach Brechwurz und Rhabarber. Und was für Preise nehmen sie für die scheußlichen Bissen, die sie so knauserig austeilen? Für eine einzige ihrer Pillenrechnung könntest du ein ganzes Jahr lang prachtvoll zu Mittag speisen. Nun, unser Doktor war ein gesetzter alter Mann, der sich der Metaphysik ergeben hatte und mit Vorliebe von der Erbsünde sprach. Diesen ganzen Sonntagmorgen saß er über seinen Kochtöpfen und las in einem Buch, das ziemlich beschmutzt und mit Fettflecken übersät war. Denn er steckte es immer in einen kleinen Ledergurt, der an dem Fässchen festgenagelt war, darin er das beim Kochen des Pökelfleischs abgeschöpfte Fett aufbewahrte. Ich traute meinen Augen kaum, als ich gewahr wurde, dass dieses Buch die Bibel war. Ich spähte gern zu ihm hinein, wenn er so versunken war. Denn seine rauchige Künstlerwerkstatt oder Studierstube war wirklich eine Sehenswürdigkeit. Nicht mehr als 5 Fuß im Quadrat und ungefähr ebenso hoch wie breit. Nichts weiter als ein Verschlag für den Herd, dessen Rohr aus dem Dach herausragte. Innen waren rings mit Töpfen und Pfannen behängt. Auf einer Seite war ein kleiner Spiegel, vor dem er sich zu rasieren pflegte. Und auf einem schmalen Board lagen seine Rasierwerkzeuge
und Kamm und Bürste. Gegenüber dem Herd, ganz dicht davor, stand eine Art schmales Gestell, wo er zu sitzen pflegte, die Beine breit gespreizt, damit sie nicht ansenken. Und eben dort, sein Buch in der einen Hand und einen Zinnlöffel in der anderen, saß er auch an jenem Sonntagmorgen, rührte in seinen Töpfen herum und las dabei in einem fort, fast ohne einmal von seinem Buch aufzublicken. Das Lesen muss eine harte Arbeit für ihn gewesen sein, denn er murmelte dabei ziemlich laut vor sich hin, und große Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn und rollten hernieder, bis sie auf der heißen Herdplatte vor ihm aufzischten. An dem Tage freilich, von dem hier die Rede ist, war es kein Wunder, dass er seine Not hatte, denn er las eine dunkle Stelle in den Büchern der Chroniker. Da er wusste, dass ich vom Lesen etwas verstand, rief er mich herein, als ich an einer Klause vorüberkam, las die Stelle vor und bat um eine Erklärung. Ich versicherte ihm, es sei ein Geheimnis, das niemand erklären könne, nicht einmal ein Pfarrer. Aber das befriedigte ihn nicht, und als ich ging, brütete er noch immer über jener Stelle. Er muss einer jener afrikanischen Sekten angehört haben, wie man sie in New York findet. Denn als wir noch am Kai lagen, kam, wie ich mich erinnerte, eine Abordnung von drei ehrwürdig aussehenden alten Schwarzen an Bord, die außer ihrer angeborenen Amtstracht noch schwarze Quäkerröcke, dazu breitkrempige schwarze Hüte und weiße Halsbinden trugen. Diese farbigen Herrschaften sprachen bei unserem Koch vor und unterhielten sich über eine Stunde mit ihm an der offenen Kombüsentür. Und ehe sie fortgingen, traten sie ein, die Schiebetür schloss sich, und dann hörten wir, wie einer laut vorlas und predigte. Und danach wurde ein Psalm gesungen und ein Segen erteilt, worauf die Tür sich wieder öffnete und die Gemeinde in Schweiß gebadet herauskam. Vermutlich, weil die Kapelle so klein war und außer dem Herd nur einen einzigen Sitzplatz aufzuweisen hatte. Aber ungeachtet seiner religiösen Studien und Meditationen pflegte dieser alte Knabe doch zuweilen grobe Schimpfwörter im Munde zu führen. Vor allem an kalten, nassen und stürmischen Morgen. Wenn er vor Tag aufstehen und sein Feuer anmachen musste, während die See über den Bug hereinbrach und sich mitunter bis in seinen Herd ergoss. Unter solchen Umständen konnte man es ihm nicht verdenken, wenn er ein bisschen fluchte. Denn es hätte wohl selbst den alten Hiob aus der Fassung gebracht, wenn er mitten im Wasser hätte ein Feuer anzünden sollen. Wenn es dieser alte Koch mit der Sauberkeit in seiner Behausung auch nicht allzu genau nahm, war sie dennoch sein Augapfel. Er hing mit warmer Liebe und Zärtlichkeit an seiner Kombüse. Bei schönem Wetter breitete er den Rockschoß einer alten Jacke vor die Tür als Fußabtreter und schraubte einen kleinen Ringbolzen als Klopfer in die Tür. Und darüber schrieb er mit einem Stückchen roter Kreide seinen Namen, Mr. Thompson. Die Matrosen sagten, er wohne an der Ecke vorm Bugsplatz, gegenüber vom Freiheitsbaum, weil nämlich seine Kombüse gleich hinterm Fockmast und ganz in der Nähe ihrer eigenen Behausung lag. Seeleute haben nämlich eine Vorliebe dafür, die Dinge an Bord auf ihre Weise umzutaufen. Wenn einer auf See gehängt wird, was immer von einer der unteren Ranocken ausgeschieht, so sagen sie, er promeniert die Leitergasse hinauf und die Hanfstraße wieder hinunter. Mr. Thompson war dick befreundet mit dem Steward, einem hübschen, stutzerhaften Mulatten, der früher Barbier am West Broadway gewesen war und daher den Beinamen Lavendel führte. Ich habe bereits den prachtvollen Turban erwähnt, den er trug, als Mr. Jones und ich den Kapitän in seiner Kajüte besuchten. Diesen Turban hatte er allerdings auf See niemals auf, sondern trug einen ungewöhnlichen Kopf voll Kraushaar zur Schau, ähnlich der großen, runden Bürste, die man zum Fensterputzen benutzt, dem sogenannten Papstkopf. Stets war sein Haar von Kölnisch Wasser durchduftet, wovon er einen großen Vorrat besaß, einen Überrest seines Warenlagers vom West Broadway. Seine Kleidungsstücke, zumeist abgelegte Anzüge vom Kapitän eines Londoner Passagierschiffs, den er früher auf vielen Fahrten begleitet hatte, waren sämtlich Musterstücke jeweils überholter Moden, eine reichhaltige Kollektion nach Farbe und Schnitt.
Er besaß burgunderrote Anzüge und tabakbraune Anzüge und rote Samtwesten, braungelbe und schwefelgelbe Beinkleider und mehrere schwarze Galaanzüge, in denen er mit seinem dunklen Gesicht geradezu klerikal wirkte. Wie ein gesetzter junger farbiger Herr aus Barbados, der im Begriff ist, in den geistlichen Stand zu treten. An seinem Zeigefinger trug er einen ungewöhnlich großen Ring mit einem Etwas darin, das er für einen echten Diamanten ausgab. Doch sah das Ding ziemlich trübe aus und erinnerte mehr an ein Glasauge als an irgendetwas sonst. Er war schrecklich stolz auf seinen Ring und stets beflissen, einen auf irgendetwas aufmerksam zu machen, nur um dabei mit seinem geschmückten Finger operieren zu können. Er war ein Afrikaner von der gefühlvollen Sorte. Las drei Spanier und Charlotte Temple und bewahrte in seiner Westentasche eine Haarlocke, welche er uns oftmals unaufgefordert zeigte, nicht ohne dabei das Taschentuch an den Augen zu führen. Bei gut Wetter saßen die beiden, der Koch und der Steward, allabendlich um Sonnenuntergang auf dem kleinen Gestell in der Kombüse, aneinander gelehnt wie die siamesischen Zwillinge, um nicht herunterzufallen, denn das Gestell war sehr kurz. Und dort blieben sie dann sitzen, bis es dunkel war, rauchten ihre Pfeifen und bekakelten alles, was sich während des Tages in der Kajüte ereignet hatte. Manchmal holte Mr. Thompson auch seine Bibel hervor und las Lavendel zur Erbauung ein Kapitel vor. Wusste er doch, dass sein Freund an Land ein arger Liederjan und flotter Verführer war, jedem Jugendlichen Leichtsinn ergeben. Er las ihm etwa die Geschichte von Josef und Potiphars Weib vor und pries ihm Josef als einen jungen Mann von untadeligen Grundsätzen. Dem solle er nur nacheifern und nie wieder seinen Leichtsinn nachgeben. Und Lavendel machte ein ernstes Gesicht dazu und sagte, das alles sei ja wahr. Er sei ein gottloser junger Mann. Er wisse es wohl. Er habe sehr viele Herzen gebrochen und viele Augen weinten ihm heute noch nach, in New York wie in Liverpool und London und Le Havre. Aber was sollte er machen? Er könne doch nichts für sein hübsches Gesicht, seinen schmucken Haarschopf und seine anmutige Figur. Nicht er, sondern die anderen seien zu tadeln. Denn seine bezaubernde Erscheinung verdrehe eben allen die Köpfe und bezwinge alle Herzen, wohin er auch komme. Und dann sah er sehr betreten und reuig drein, trat vor den kleinen Spiegel, fuhr sich mit den Händen durchs Haar und begutachtete die Fortschritte, die sein Backenbart machte. So. Hier endet die Geschichte für heute.